Donny, der rennt durch den Wald. Er macht die Kannibalen kalt, die ganze Insel, ja, die schreit. Wo ist der Bastard hin? Wo hat der Spaß sein Zelt? Der hält sich sicher für den größten Held. Wo ist der Pisser denn? Wo sind die Leichen hin? Der hat den letzten Baum gefällt. Trink was, bitte trink was. Oh, ich bin gerade erschrocken. OMG. Alter. Kann das hier nicht mehr. Das Wasser macht mich verrückt. Alles macht mich hier gerade verrückt. Trink doch einfach jetzt bitte einen Schluck. Ganz schnell trinken. Geht nicht. Macht er nicht. Nein! Nein! Oh Mann, ey. Wir haben viel zu wenig Def. Viel zu wenig. Wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Die haben mich eingeschleimt in den Schleimsack oder was? Boah, was widerliche Pisser. Ach du Scheiße. Was geht hier vor? Was geht hier vor sich, Alter? Hä? Ich kann da doch jetzt nicht weitergehen. Da kommen die... Da kommen die widerlichsten Geräusche raus, Mann, die ich jemals gehört habe. Ich will zurück. Ich will einfach zu meiner Mama. Dicker! Du... Boah! Was ist das? Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Oh. Ja, Leute. Das war unser kläglicher Versuch. Das erste Mal, boah, was sind das immer für Sounds auf meinem linken Ohr, wenn wir tot sind. Das war unser kläglicher Versuch, mal in eine Höhle zu gehen. Erbärmlich, möchte ich meinen, ja. Das, ich schäme mich auch zutiefst dafür. Ich bin einfach sprachlos, wie schlecht wir vorbereitet waren immer noch. Wir brauchen viel mehr Rüstung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit der Lichtquelle. Wir haben einfach nichts außer die Fackel. Und wenn ich die hab, kann ich nichts boxen, Alter. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann nur... Eigentlich kann ich mir jetzt nur Knochenrüstung ergrinden und versuchen, das irgendwie nochmal zu machen. Unsere ganzen Matzen weg. Ich meine, alles, was wir da drin gefunden haben, selbst die Sauerstoffflasche ist weg. Wir treten auf der Stelle. Wir kommen so nicht weiter. Das muss irgendwie jetzt ein bisschen flutschen. Das Camp jetzt zu verstärken, würde kaum Sinn machen. Ich würde nur wieder die ganze Zeit bauen. Wir würden nicht weiterkommen, was Mats angeht. Ich hätte jetzt gern wenigstens mal den... Elektrostab, den haben wir gar nicht genutzt. Oh Gott, wie dumm. Ich laufe da jetzt nochmal hin. Versuche auf dem Weg dahin wenigstens ein bisschen Klebeband zu bekommen, dass wir uns noch ein bisschen Knochenrüstung machen können. Und dann... Was geht hier ab? Was geht hier ab? Wo sind die Bäume hin? Warum ist unsere Welt nicht geladen? Und vor allem wieso?
greifen uns jetzt hier gefühlt eine halbe Armee an. Ey, was geht denn hier gerade ab? Weg, 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 weg. Ja, so können wir den auskontern. Von hinten einfach. Boah, der boxt ja hinter sich, ey. Nein, nein, nein. Alter, was willst du machen? Wir sind permanent gestunt wegen dem Huren. Du kannst nichts tun. Ja, greif unser Haus an, du Arschloch. Alter, es ist so lächerlich, ey. Es ist so lächerlich. Ich glaube, das macht auch wenig Sinn, jetzt gerade weiterzumachen. Die halbe Map ist nicht geladen. Hier sieht's aus wie, als hätten Forstrodungen angefangen, ja? Und die wären schon 2 Monate dabei. Was ist denn hier los? Okay, das ist dann wohl der erste riesengroße Bug, den ich gefunden habe in dem Game, ne? Also der größte jedenfalls, den wir bisher hatten. Nichts machen, ey. Du willst doch deine Items haben, ist doch logisch. Und da kannst du doch nicht hingehen und einfach warten, bis du, bis die sich alle verpisst haben oder so. Was ist denn das? Jetzt mal ernsthaft. Ich versuche jetzt irgendwie mal das Lager hier. Ja, scheiß drauf, ey. Scheiß einfach drauf. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier jetzt noch Progress machen sollen. Wir werden permanent gefistet, Alter. Von allen Seiten. Wir sind schon bei Tag 9. Das heißt, es kommen immer und immer und immer und immer wieder. Gut, wir sind bei Tag 8, wenn ich jetzt gleich penne. Aber es kommen immer und immer wieder so viele von den Peoples. Es wird sich nicht ändern. Selbst wenn wir jetzt umziehen, werden immer mehr kommen. Denn wir sind ja schon in den Tagen vorangeschritten. Wir haben uns am Anfang zu lange Zeit gelassen. Anscheinend mit Bauen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was auch immer. Ich bin kurz davor, auf easy zu stellen, weil ich finde einfach, das ist für ein chilliges Let's Play, wo man auch was genießen will, nicht durchrushen möchte, ist das einfach zu hardcore, dass da jeden Tag irgendwie 10 von den Pissern kommen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, wir haben es noch nicht einmal geschafft, eine Höhle zu raiden. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich penne jetzt nochmal. Ich penne jetzt diese Nacht nochmal, hoffe, dass der Bug jetzt am nächsten Tag weg ist, dass hier die Welt geladen ist. Ja, ja, finde ich, sieht ganz gut aus jetzt. Dieses Stück Scheiße. Hat hier nichts verloren. Wenn wir Glück haben, ist in dem Baggy jetzt auch ein Klebstreifen drin. Ja, man, Klebeband, sehr geil. Genau das, was wir benötigen. Dann gönnen wir uns jetzt die Knochen. Oh Mann, ey. Also das mit dem Baummenü ist immer noch sehr handgemachter Bogen. Nee, wir wollen uns zuerst den Bogen machen. Gott sei Dank habe ich das gerade gesehen. Ich hätte jetzt das Klebeband wieder gewastet. Jetzt, das wird der Bogen, ne? Yes! Gut, mit dem können wir schon mal einiges regeln. Der kommt bei mir auf die... Wo ist denn der hin? Boah, wie man sich hier immer erstmal einsuchen muss. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der Bogen hin? Hier. Der kommt auf die 3. Dann kommt die Fackel auf die 4. So. Okay. Alles klar. Damit können wir schon mal einiges reißen. Nämlich zum Beispiel diese fetten Goliaths aus der Entfernung fighten. So, du frisst jetzt erstmal was und wir machen uns auf den Weg. Ich will diesen Elektroschockstab wieder haben. Denn dann brauchen wir, glaube ich, nur noch Batteries. Und dann... ist die Welt in Ordnung.
Du bist durstig, ich weiß, aber wir werden zu 100.000% wieder auf einen kleinen Bach stoßen, wenn wir da jetzt hinlaufen. Da kannst du dich ergötzen daran, mein Jutster. Ah, komm her. Das gibt's doch gar nicht, ey, dieser Hasen, Alter. Wie schnell, Mann, und wie schnell unsere Ausdauer immer weg ist. Ey, was ist das denn? Die Hitbox ist ja kleiner als mein Sack. Der ist schon ziemlich... Ich hab nichts gesagt. Was soll das denn? Jetzt aber. Mhm, Dankeschön. Wir bekommen aber kein Leder von dir. Ich habe gehofft, dass wir Leder bekommen. Hasenfell, whatever, irgendwas. Stöcke. Brauchen wir noch Stöcke? Nee, sind wir auch voll. Denn wir können uns ja dann erstmal noch mal ein paar Pfeile machen. Steinpfeil. Vier Steinpfeile, zwei Stöcke und einen Haufen Federn haben wir auch. Donny, der rennt durch den Wald. Ja, genau. So. Er macht die Kannibalen kalt mit seinem geilen Verheil. Oh, da gibt's was zu naschen. Da bin ich immer mit dabei. Blaubeeren sollten sogar ein Fitzelchen Flüssigkeit liefern. Was seid ihr? Will ich die verkosten? Oh, war nicht gut. Ich nehme mal mit. Heidelbeeren. Der Wald und alles wirkt auf jeden Fall schon mal tausendmal lebendiger. Also, ja, was heißt tausendmal? Er wirkt lebendiger als in Forest 1. Die Vegetation ist zahlreicher. Dieser Efeu sieht ziemlich geil aus. Wirkt auf mich wie ein echter Wald. Definitiv. So, wenn wir uns da jetzt ranpirschen, ne? Da sollten wir doch jetzt eine gute Chance haben mit Bogen, oder? Alter, bin ich doch scheiße. Decker! Wo ist denn der andere hingeflogen? Das gibt's doch gar nicht. Der Pfeil, der fliegt ja gefühlt... Der fliegt ja gefühlt nur 2 Meter. Ja gut, was will man auch erwarten, ne? Von so einem morschen Holzast, den man irgendwie mit ein bisschen Klebeband und Stoffseil zusammenfriemelt. Ich glaube, da wäre es bei mir auch nicht weitergekommen. Bärchen, Bärchen, Bärchen. Ich bin ja froh, dass wir hier noch auf keine Bären gestoßen sind. Und da ist unser Schockstab. Geil. Ich würde jetzt am liebsten direkt safen. So, Freunde. Auf ein neues. Wir versuchen es erneut. Ein letztes Mal. Wenn es jetzt scheitert, dann muss ich wohl oder übel erstmal chillen. Und mich ein bisschen besser equippen. C4-Ladung. Alter. Insane. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben eine Zeitbombe, können wir bauen. Wir haben aber eine Taschenlampe. Wir könnten eine Taschenlampe bauen. Mit dem hier vielleicht? Nee. Also das hier wird jetzt ausgetauscht gegen... Ich bin mal so wagemutig und tausche es gegen unseren Speer aus. 9mm Mumpen, Betäubungsgewehr, Munition, nee, Batterien. Was können wir damit machen? Eine Taschenlampe, das ist halt sausig. Die will ich auf jeden Fall haben. Dafür brauchen wir aber den, ja, die Maglight, keine Ahnung. Tech-Rüstung, eine Tech-Rüstung. Krass, Alter, was? Oh, auf ein neues. Wünsch mir Glück. Oh my goodness. Ah.
Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen sneakier-mäßig unterwegs sein, ja? Sprich, uns ein bisschen mehr drauf verlassen auf die ganzen Lampen. Was können wir denn aus den Dosen Schönes basteln? Fallen vielleicht? Ah, ist ein Energy Drink. Konserven. Katzenfutter. Können wir später Haustiere haben? I don't know. Vielleicht steht ja die Olle mit den Trebenen. Die Schäne mit den Trebenen. Vielleicht steht die ja auf Katzenfutter. We will see. Kann natürlich sein. Kann natürlich gut sein. So, Peoples. Jetzt wird's lustig. Ich hab das Wichtigste vergessen. Die Flares lagen doch hier rum. Die Seile, die lassen wir auch nicht liegen. Wo lagen die denn nochmal? Uhren. Haufenweise Uhren. Was können wir da draus denn bauen? Zeitbomben. Vielleicht sollen wir uns hier auch durchpushen mit Bomben. Das weiß ich halt nicht. Wir haben schon einiges. Naja. Ich hätte aber echt gern die Flares nochmal gehabt. Die geben mir wenigstens so einen kleinen Überblick. Oben lang sneaken kann man sich nicht. Hier sind die 3 Stück an der Zahl. Mit 4 sind es nicht. Wir binden die nochmal auf die 5. Müssten wir den Schockstab nicht noch befüllen? Ne, der ist voll. Der ist voll. Wir können auch blocken mit dem. Wichtig. Muss ich mir jetzt auf jeden Fall einprägen. So. Am besten wäre es natürlich, wenn ich mich hier einfach so durchsneak, dass die erst gar nicht wach werden. Ne? Das wäre natürlich ultra geil. Scheiße wäre es nur, wenn jetzt gleich einer einfach vor mir liegt und ich sehe den nicht und tritt drauf. So. Was auch immer. Flinten, Mumpen, Medizin, wichtig. Ein Molly. Eine Wodkaflasche jedenfalls. Daraus können wir einen Molly machen. Oh, boah, liegt hier Stuff. Ein Kreuz. Ein Kreuz. Was soll ich damit? Weichen die zurück? Was soll ich denn mit dem Kreuz machen? Geht's hier weiter? Sieht nicht so aus. Ich trau mich hier gar nichts, ne? Ich trau mich hier auf gar keinen Fall die Taschenlampe anzumachen. Unsere Fackel, weil wir gesehen haben, was es bringt. Nämlich nur, dass die hier alle wild rumspringen. Wir müssen auf die andere Seite. Vielleicht denken die ja, dass ich einer von ihnen wäre, wenn ich mich bewege wie ein Behindi. Puh, das hat schon mal gut geklappt. Also sorry beim besten Willen, aber 5 Stück fight ich nicht. Doch die Schnauze, Mann. So, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Das konnten wir eben nicht in Ruhe lesen. Rob Blue zu Jackals und Pullet, keine Ahnung. FYI, this is what we are looking for. Gesteinsbrocken. Also, wie seltenes Gestein, keine Ahnung. Ist okay, ja, ich hab's geschnallt. Aber wie geht das weg? Ich nehm's mit. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Von da hinten kommen wir.
bin jetzt einmal hier außen rumgelaufen, hierher. Und das sieht nach dem einzigsten möglichen Weg aus, der Sinn macht. Ich wage mich jetzt mal ganz kurz, weil ich sehe sonst echt gar nichts mehr. Immer die erhöhte Position nehmen. Kleiner Tipp, Freunde. Niemals auf dem Boden rumkreuchen und fleuchen in dunklen, verwinkelten Gassen. Oh, das hört sich so ungeil an. Ich würde jetzt echt am liebsten eine C4-Ladung combine. Aber uns fehlen immer noch Sachen dafür. Münzen und ein Elektroteil oder sowas. Mach die Fackel weg. Da wurden wir eben eingeschleimt, ne? Da wurden wir eben eingeschleimt. Kannst du sagen, was du willst? Da ist irgendwas Dickes, Mann. Irgendwas Dickes kommt da jetzt gleich. Wir haben keine Granaten mehr, nix. Was ist das? Holy fuck! Ich versuche den jetzt mit dem Bogen zu hitten. Macht das überhaupt was? Der steckt fest, ne? Der steckt fest. Alter, wie viel frisst du denn? Nicht, dass er jetzt seine Mates hier ruft. Okay. Ich fackel dich mal kurz an. Aber ich trau mich nicht. Der haut die ganze Zeit. Ah. Ah. Wie schalte ich den denn ein, den Stock? Muss ja irgendwie funktionieren. Ne, da fühle ich mich dann doch sicherer mit dem Speer. Verreck! Du widerwärtiges, fettes... Ich halt extra gedrückt, weil man kann anscheinend so kurze... Nee, kann man nicht. Oh! Hier will wohl jemand, dass wir das Vieh wegsprengen, oder was? Aber ich möchte das nicht. Ich möchte mir... Wenn der schon so geil da feststeckt, ne? Da heben wir uns lieber die Sprengladung auf. Für wenn wir sie wirklich benötigen. Weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass der nicht so richtig... Okay. Pinata, der ist mal schön geplatzt. Alter. Ich schwimme seinen Gedärmen. Alter, was war das? Was geht hier ab? Euch nehmen wir mit. Beine und Arme werden schon für irgendwas gut sein. Oh Mann, ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Shit. Wir müssen doch noch weiter. LOL! Nein! Hol den Stock raus. Wir können den aufschneiden. Wieso können wir den aufschneiden? Mutantenrüstung! Mutantenrüstung collected! LOL! LOL! Das könnte ganz, ganz, ganz sick sein.
taktische Jacke fehlt. Ich überlege auch gerade, ob wir nicht lieber die taktische Jacke jetzt anziehen. Nee, scheiß drauf. Wir haben eine Muschi ums Handgelenk. Jo, hallo? Ist hier noch jemand? Es könnte jetzt ganz gerne mal so langsam enden. Zwei Stück, nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Sparrow, Alter! Das ist ein Sparrow, ein laufendes! Oh mein Gott! What the fuck? What the fuck? Ich seh nix! Oh! Knie nieder! Oh! Ich glaube, der kommt auf uns zu. Nein, 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 nein! Renn, 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 renn! Jetzt, los, hol dir den. Rübe ihn nieder. Noch einer. Ist das ekelhaft! Box ihn weg! Ja! Ja! Oh! Gott, sind die ekelhaft! Ein scheiß Sparrow, Alter. Oh, gleich sind wir komplett ausgekleidet mit Mutantenhaut. Sehr geil. Boah. Wird's mir übel. Nice. Wir haben Hände als Füße, Alter. Das sieht so ekelhaft aus. Boah, bitte lass es das gewesen sein, Mann. Ich sehe halt nichts. So, Gord. My workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves in complete darkness. We need more lightning here. It's a safety hazard. Light it up like a Christmas tree, Hank. Okay, die wollten das also, ja, ausleuchten und das ist wohl nicht so geglückt. Hat nicht so funktioniert. Ja gut, hopp. Mach die Scheiße weg. Ich habe hier noch eine Mission. Seil, Molly. Aha, ja. Wie? Gibt's hier nichts anderes oder was? Komm, hier muss es noch mehr geilen Stuff geben. Wow! Noch einer, Alter! Oh, nee, das ist so ein Springer. Komm, den will ich wegknüppeln. Bevor der irgendwie aggro wird. Ja. Das heißt, wir bekommen nochmal. Nochmal ein bisschen Mutantenhaut. Geil, dann können wir uns jetzt erstmal richtig schön equippen. Und wenn wir zurückkommen, ballern wir uns, ja, da machen wir unser... Wow! Wow! Alter, was ist das hier? Ihr Motherfuckers! Er ist tot. Ja, Gott sei Dank. Alter Mann, sind das so heftige Fickgesichter, ey. Also heftig sind die jetzt nicht so, aber die erschrecken mich halt des Todes. Ach Gott. Ey, wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme, bin ich durch. Bin ich durch, dann ist der Tag gelaufen. Wir haben zwar erst 15.30 Uhr, aber ich kann mich eigentlich ins Bett legen und erstmal auskurieren. So, Mutantenhaut anziehen. Alter, wir sind voll equipped gleich, Mann. Geil. Wenn wir zurückkommen, bauen wir nur noch einen Wall um unsere Base rum dann und dann... Ja, dann war's das. Ende Gelände, finito. Kommt keiner von den Fickgesichtern mehr an uns ran. Diese Säcke. Wer hat die hier aufgehangen? Das ist halt die Frage, ne?
Höhlenmalereien vom Feinsten. Malen können sie, jedenfalls dreidimensional. Boah, ich höre schon wieder was. Das kann nicht euer Ernst sein, Freunde. Hätte das jetzt nicht einfach gewesen sein können. Gut, ich könnte mich halt immer noch verpissen, ne?